Hallo, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch Minecraft Performance Mods für Fabric 1.17 bis 18 vor. Fangen wir an mit Sodium. Sodium ist eine Render Engine, die dafür bekannt ist, extrem hohe FPS zurückzugeben. Hier sieht man den Vergleich zwischen Vanilla, Optifine und Sodium. Ich habe noch für bessere Performance noch zwei Add-ons mit eingeschlossen, und zwar Sodium Extra und Resist Sodium Options. Enhanced Block Entities ist eine Performance-Mod, die Entity-Models mit Baked Block-Models ersetzt. Diese sind stabiler im Spiel und laggen nicht so sehr. Wie man hier sehen kann, ich habe hier mal 30.000 Schilder gespawnt und man merkt schon, dass ich einen Performance-Drop habe, aber es ist immer noch spielbar. Wenn man das gleiche im Optifine-Client ohne der Mod macht, wird man sehen, es ist unspielbar. Man hat 2-3 FPS. Clumps ist eine sehr einfache Mod, die einfach XP-Kugeln, wenn sie zusammenkommen, zu einer Kugel zusammenfasst. Das verhindert Lag durch zu viel XP-Kugeln auf dem Boden zum Beispiel. Hydrogen und Ferrite Core optimieren den Arbeitsspeicher, sodass Minecraft einfach viel weniger Arbeitsspeicher verbraucht, was besonders für Modpacks sehr gut ist. Irish Shaders ist eine moderne Shader-Mod, die auf Sodium aufgebaut ist. Man hat einfache Hotkeys zur Bedienung, man kann den Shader schnell switchen, man kann den Shader an- und austoggeln und man kann ihn aktualisieren. Im neuesten Update ist dazu gekommen, dass man den Shader auch konfigurieren kann wie in Optifine. Wie zum Beispiel so. Ja, hinterfragt es nicht, mit BSL kann man so ziemlich alles machen, was man will. Dynamic FPS lässt Minecraft im Hintergrund weniger Leistung verbrauchen. Wie man hier sehen kann, ich habe hier ein Fenster geöffnet und Minecraft auf der anderen Seite bewegt sich fast überhaupt nicht. Für alle, die sich fragen, wozu soll das gut sein? Nun, es verhindert Startfehler im Spiel, es schont das Gerät und man bekommt einfach viel mehr Leistung bei anderen Prozessen, wenn man zum Beispiel einen schwachen Computer hat. Weitere Mods, die auch noch sehr interessant sind. Lithium. Lithium ist eine Performance-Mod, die vieles optimiert, wie zum Beispiel Mob-KIs, Spielprozesse wie fallende Blöcke oder auch Server-Performance. Phosphor optimiert die Lightning Engine, die nach Aussagen des Mod-Creators eine der schwächsten und unoptimiertesten Punkte im ganzen Spiel sind. Krypton verbessert den Entity-Tracker von Minecraft. Smooth Boost und Lazy DPU nehmen Verbesserungen an der CPU vor, sodass der Start des Spiels glatter und schneller gehen soll. Entity Culling benutzt Async und Path Tracing, um nicht sichtbare Entities zu verstecken. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Anschauen. Schreibt Verbesserungsvorschläge sehr gerne in die Kommentare.